Hallo, liebe Leute, was machen wir heute? Ich hatte die letzten Tage Zeit, ein bisschen YouTube zu schauen und dann ist mir so ein Video aufgefallen mit es hat weit über 17 Millionen Aufrufe. Und ja, dann habe ich mir gedacht, das kann nicht sein. 17 Millionen Aufrufe und die machen das einfach falsch. Es geht um Vorhängeschlösser und um die Gabelschlüsselmethode. Also um die Methode, Vorhängeschlösser mit Gabelschlüsseln zu öffnen. Ja, ich packe die gleich mal aus. Das sind ganz normale Standard-Schlösser. So. Seht ihr das? Standardschloss. Jetzt nichts Aufregendes. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich das gesehen habe, wie die das in dem YouTube-Video machen. In dem YouTube-Video nehmen sie diese Gabeln so, diese Gabelschlüssel so, dass man möglichst viel Kraft vorne, hier vorne auf das Vorhängeschloss draufbringt. Ja, die Problematik ist einfach nur, dass das halt falsch ist. Dass man das besser machen könnte, also einfacher machen könnte. Aber ich zeige euch das jetzt mal, wie sowas ausschaut, wenn man das knackt. Achtung! Wir bringen hier Kraft drauf und wir haben hier schon gesehen, es ist sofort aufgebrochen. Also hier, das ist das Stück. Sofort kaputt gegangen. Ja, trotzdem ist das ein bisschen falsch. Ich zeige euch das jetzt, wie man das jetzt besser machen könnte. Man nimmt wieder das Schloss. Jetzt legt man beide Schlüssel nicht so an, sondern wir drehen einen Schlüssel. So. Seht ihr das? Und jetzt der Vorteil ist, dass die Kraft nicht diesen harten Teil hier sprengen muss, sondern dass das Schloss an der schwächsten Stelle geöffnet wird. Und die schwächste Stelle, ich zeige es euch hier bei diesem Schloss nochmal, das sind diese Einkerbungen. Bei diesen Einkerbungen sollte das nun brechen. Okay, dann zeige ich euch das jetzt, wie das ungefähr ausschaut. Ich drücke hier ganz leicht an. Und das ging richtig flott. Seht ihr? Das Schloss ist offen. Also ich glaube, es könnte sogar noch funktionieren. Nee, es ist kaputt. Aber es ist sofort aufgegangen. Und viel besser, ich hatte das jetzt nicht zerstören müssen, wie man das hier sieht. Das ist der Vergleich. Ja, also so die zweite Methode. So macht man das. Hey, ich hoffe, der Gabelschlüsseltrick, der hat dir gefallen. Wenn ja, gib mir einen Daumen nach oben für das Video, ansonsten nach unten. Ich freue mich über deine Kommentare, über Likes und auch über das Abonnieren meines Kanals. Ich arbeite schon an weiteren Projekten, an dem C64-Projekt, an verschiedene Raspi und Arduino-Projekten. Ich wünsche dir dann noch einen wunderschönen Tag. In dem Sinne, bis bald. Tschüss.